Hallo und herzlich willkommen beim Rotergriller. Schön, dass ihr wieder da seid. Winterzeit ist Wildzeit und heute gibt es ein Hirschhaché aus dem Dutch Oven. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ein Haché ist im Grunde genommen ein Ragout, nur mit möglichst klein geschnittenen Zutaten. Also das Fleisch und das Gemüse ist wirklich sehr klein geschnitten, damit wir am Ende eine soßenartige Konsistenz bekommen. Im Gegensatz zum Gulasch, bei dem zunächst die Zwiebeln angebraten werden und dann erst das Fleisch hinzugefügt wird, wird beim Ragout oder beim Haché es genau umgekehrt gemacht. Hier wird das Fleisch zunächst angebraten und dann kommt das Gemüse hinzu. Aber wie das genau geht und was wir dafür alles brauchen, das zeige ich euch hier unten am Tisch. Das hier sind nun die Zutaten, die wir für unser Haché brauchen. Im Hintergrund seht ihr einige Keulenabschnitte. Das ist also wirklich ein sehr preisgünstiges Fleisch vom Hirsch. Das habe ich bereits in etwa 1 bis 2 cm große Stücke geschnitten. Wie ihr vielleicht erkennen könnt, ich fahre mal was ran. Sind dann noch Sehnen, Silberhäute und alles dran. Das ist gar nicht so schlimm, das löst sich gleich während der 4-stündigen Schmorphase komplett auf. Dann haben wir hier 550 Gramm Suppengemüse, das sind Möhren, das sind Sellerie, das sind, ist Lauch. Dann brauchen wir etwas Preiselbeeren, wir brauchen etwas Wildfond, Salz und Pfeffer, etwas Zucker, Tomatenmark, etwas Thymian, Wacholderbeeren, Nelke, die habe ich da hinten schon im Mörser etwas angestoßen. Dann im Hintergrund sehen wir Rotwein und etwas Rotweinessig. Und hier vorne wird das gleich zubereitet, das ist der Kammchef DO12. Und wie das dann weitergeht, das zeige ich euch direkt am Topf. Ja, wie ihr sehen könnt, hat mein Topf bereits im Grill Platz genommen. Hier unten habe ich eine Schale, darin sind 16 durchgeglühte Briketts. Und das ist deswegen so, weil es heute recht windig ist und ich gleich den Deckel zumachen kann und dann sind Briketts und Topf etwas geschützter. Der Topf hat Temperatur und da gibt es jetzt lediglich etwas Rapsöl hinein. Und direkt hinterher das kleingeschnittene Fleisch. Das kann jetzt in Ruhe gelassen werden und schon mal richtig anbraten. Wie ihr sehen könnt, ist nach dem Anbraten aus dem Fleisch jede Menge Flüssigkeit ausgetreten. Das habe ich jetzt mal abgeschöpft, sodass langsam der Bratvorgang auch wieder einsetzen kann und der Boden auch wieder ordentlich Hitze bekommen kann. Und jetzt ist es für mich an der Zeit, das Gemüse hinzuzugeben. Das muss nicht groß anbraten, sondern das wird jetzt einfach nur hier untergehoben. Der Topf, der ist jetzt heiß genug. Das Gemüse, das wird eventuell jetzt noch ein bisschen anschmoren. Ich warte jetzt noch 10 Minuten und dann können wir mit dem Tomatisieren anfangen. Ja, die 10 Minuten sind jetzt rum. Zum Tomatisieren mache ich mir hier in der Mitte eine Art Bullauge, so eine freie Fläche. Und dann kommt hier das Tomatenmark rein, gute 2 Esslöffel. Und das kann jetzt schon mal ein bisschen anschwitzen. Da muss man halt wieder ein bisschen vorsichtiger sein, etwas zu viel und es wird bitter. Ja, und jetzt wird das Tomatenmark einfach schön mit dem Fleisch und dem Gemüse vermengt. Sodass überall etwas davon drankommt. Und so lasse ich das jetzt noch knapp 5 Minuten ziehen. Heben wir mal den Deckel an. Ja. In dieser Phase gebe ich schon mal ganz gerne etwas Mehl hinzu. Was dann auch untergehoben werden kann. Das dient der Bindung und man läuft am Ende nicht Gefahr, dass irgendetwas klumpt.
Und durch den vierstündigen Schmorvorgang braucht man auch nicht die Befürchtung zu haben, das Mehl rauszuschmecken. Also das, der Geschmack von dem Mehl, der wird gleich komplett verschwinden. Jetzt können wir etwas Rotweinessig hinzufügen. Und den müssen wir komplett verkochen lassen. Nachdem der Essig jetzt komplett verkocht ist, kommt der Wildfond hinzu. Und etwa 250 ml Rotwein, am besten einen trockenen. Etwa 4 Esslöffel Preiselbeermarmelade. Die Wacholderbeeren, die Nelken. Etwa einen Esslöffel braunen Zucker. Und etwa einen Teelöffel Thymian. Könnt ihr natürlich auch frischen nehmen, aber den würde ich dann erst später reintun. Salzen und Pfeffern tun wir dann auch zum Schluss. Das riecht schon mal richtig, richtig lecker. Ach ja, hier haben wir noch der ausgetretene Fleischsaft. Der kommt auch noch mit rein. Wir wollen ja nichts verschwenden. Noch mal kurz durchheben. Das darf jetzt gute 4 Stunden so auf relativ niedriger Flamme, das sind etwa 120 bis 130 Grad, bei geschlossenem Deckel vor sich hin blubbern. Nach ungefähr 2 Stunden schauen wir mal nach, was die Briketts machen. Dann hole ich euch noch mal dazu. Ansonsten sehen wir uns, wenn es fertig ist. Ja Leute, 2 Stunden sind rum. Ich musste keine Kohle mehr nachlegen. Das, was drauf und drunter lag, hat völlig gereicht. Die Hälfte der von mir geplanten Garzeit liegt wahrscheinlich daran, dass ich so kleine Stücke genommen habe. Ein Raché eben. Ich habe das schon mal probiert. Es muss nur noch ein wenig Salz und Pfeffer nachgewürzt werden. Ich mache uns davon jetzt einen schönen Teller und dann sehen wir uns gleich zum Schlusswort wieder. Bis dann. Ja Leute, das war es. Mein Hirschhaché aus Keulenabschnitten, ein relativ günstiges Gericht. Wer auf Wild steht, aber nicht so oft Wild macht, weil es ihm vielleicht ein bisschen zu teuer ist, fragt euren Metzger, fragt euren Jäger oder da, wo ihr normalerweise euer Wild bezieht, ob er oder sie euch diese Keulenabschnitte besorgen könnt. Ihr braucht dann lediglich ein bisschen Zeit für die Zubereitung. Es ist butterzart, wenn ihr das im Topf macht, also im Dutch Oven. Und ich verwende es, wie ihr es eben gesehen habt, als Pastasoße. Ich habe ein paar Fettuccine dazu gemacht und es ist wunderbar. Natürlich gehen auch Klöße, natürlich gehen auch Salzkartoffeln oder was ihr dazu machen wollt. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mir dafür einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr Kommentare loswerden wollt, könnt ihr das gerne unten in der Kommentarfunktion erledigen. Und wenn ihr noch nicht zu den Abonnenten meines Kanals gehört, könnt ihr das auch gerne hier nachholen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder am nächsten Barbecue-Sonntag pünktlich um 12. Und nicht vergessen, wir sind, was wir essen und heute sind wir Hirschhaché. Wir sehen uns am Grill. Bis nächste Woche. Eine schöne Zeit. Ciao.